Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ultimate Team Pack Opening. Ich möchte euch schon das Team der Woche zeigen, weswegen wir das Ganze ja logischerweise machen. Wir haben zwei Teams der Woche übrigens diese Woche. Zum einen das International Team von der Euro mit Casillas, Sergio Ramos, Nesta, Ronaldo, Iniesta, Xavi, Pepe. Also ein überragendes Team hier auch mit Steven Gerrard, Fernando Torres, Mario Gomez. Aber das ist natürlich nicht alles. Es gibt auch noch ein anderes Team, und zwar das reguläre Team der Woche. Und das besteht, wie man hier sehen kann, größtenteils aus silbernen Brasilien-Spielern. Wie, also der ganz klare Star dieser Mannschaft ist Maicon Leite. 91 Geschwindigkeit sogar, 80 Schießen, 84 Dribbeln, 5-Star-Skills. Und die gehen über für teilweise 2 Millionen weg, meine ich. Also unglaublich. Dazu noch Renato Abreu hier, 86 Schuss, unglaublich, auch auf der Bank Joe, also wirklich ein überragendes Team. Und ja, wir legen gleich los, also auf in den Shop und die ersten Goldpacks kaufen. Wir machen es nämlich so, dass die Hälfte sind Goldpacks, was ich kaufe, und der Rest werden Silberpacks sein. So, wir legen los, bla 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 bla, Kauf bestätigen, vielen Dank. Los geht's! Hoffen wir, dass wir gleich einen geilen Spieler absahnen können. Also ich wäre für Ronaldo, das finde ich nicht schlecht. Das finde ich nicht schlecht. Del Pierre, ein Innenverteidiger vom VfB Stuttgart. Ja, also da gibt's deutlich bessere Dinge. Okay, wir haben es kapiert. Den behalte ich jetzt einfach mal. Ja, komm. Ist gut. Das braucht kein Mensch. Ja, das ist eigentlich ziemlich groß. Ziemlich größtenteils scheiße. Von daher weg damit. Das braucht keiner. Und weiter geht's mit dem nächsten Goldpack. 120 Microsoft Points wieder. Na los. Kauf bestätigen. Das ist schon das zweite. Und ich habe erst einmal, glaube ich, eine Informspiele bekommen. Und es wäre doch mal Zeit für den nächsten. Und zwar für einen richtig guten diesmal am besten. Also wirklich so ein International-Typ, irgendwie Steven Gerrard, Ronaldo, Iniesta, wer auch immer, aber das wäre richtig, richtig nice. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Pandev, AC Mailand, glaube ich. Stürmer vielleicht? Okay, nein, Neapel, aber gleiche. Und schon wieder diese scheiß Formationskarte hier. Das Neapel-Trikot. Behalte ich jetzt einfach mal das und Herkules. Und der Rest kommt wieder weg, weil es keiner braucht. So, zwei haben wir schon. Weiter geht's mit dem dritten Pack. Wie viel habe ich denn noch an Punkten? 1860. Ja, das geht in Ordnung. So, Inhalt zu aktiven Downloads. Und ich hoffe mal, jetzt bekommen wir jemanden richtig guten. Das wäre nämlich schön. Bitte warten, während wir deine Transaktion abschließen. Okay. Und wir bekommen Malouda. Florence Malouda vom FC Chelsea. Links außen. Oh, und Beckham. Beckham, den möchte ich mal gerne behalten. Malouda jetzt nicht, den finde ich nicht sonderlich gut. Den Vertrag hier auch. Gut, Verträge kann man eigentlich meistens verkaufen. Fitness, ja, warum nicht? Oh, und wir haben zwei Trikots von Sao Paulo. Interessant. Eigentlich wollte ich das Ganze ja schon viel früher drehen. Wir haben jetzt schon 8:30 hier und ich wollte das eigentlich schon vorher drehen. Auch wenn es gerade Happy Hour ist, aber die ist sowieso Schwachsinn, weil es leider heute keine zweifache Chance für Inform-Spieler gibt. Allerdings hatte oder gab es heute zeitweise Probleme mit Xbox Live, mit dem Connecten und so weiter. Und genau in dem Moment, wo ich das hier machen wollte, fingen diese Probleme an, weil ich war schon eingeloggt, wollte gerade ein Pack kaufen und dann habe ich irgendeinen seltsamen Fehlercode bekommen, genau in dem Moment. Also mal wieder typisch mein übliches Glück. Diego Alves, Torwart von, ich weiß es gar nicht, Valencia, genau. Brasilianischer Torwart, sehr, sehr gute Werte. Ist auch wirklich gut im Spiel, ich hatte den schon. Hab ihn schon benutzt und er gefällt mir sehr gut. Das haben wir hier für eine Spielkarte. 4-3-3 für den Spieler, das ist sehr gut. Die bringt sicherlich einige Münzen ein. Zwar nicht so viele, aber dann doch ein kleines Sümmchen, hoffentlich. So, das kommt wieder weg. Und weiter geht's mit dem nächsten Pack. 36 verbleiben uns noch, so viele werden wir leider nicht kaufen können. Mit diesen paar Microsoft Points, die wir da haben. Aber gut. So, Kauf bestätigen. Alles klar. Das finde ich ein bisschen nervig bei diesen Packs, dass man immer das dann downloaden muss. Das ist doch Schwachsinn. Aber
Ja, ich habe da keinen Einblick in die Funktionen von Xbox Live. Vielleicht muss das so sein. Guinyasu. Was zum Teufel? Wer ist das bitte? Oh, wow. Unglaublich. Aber immerhin haben wir Richardson von Sunderland. Relativ schnell. Ja, gut, der ist trotzdem nichts wert. Und den israelischen Torhüter, natürlich. Verletzung. Auch Oberkörper ist immer gut. Ja, komm, Rest kann weg. Und weiter geht's. Okay. Bald haben wir auch schon die Hälfte gepackt hier, würde ich sagen. Na los. Na los. Kauf bestätigen. Okay. Und jetzt dauert es wieder zum Download. Oh, schon fertig. Da war mein Internet aber gnädig mit mir. Bitte warten, während wir deine Transaktion abschließen. So, wen haben wir dieses Mal? Wird es jemand Gutes sein? Granero. Real Madrid. Also, ziemlich mittelmäßig. Mal wieder. Packs sind eigentlich die reinste Geldverschwendung, aber trotzdem bin ich irgendwie total süchtig danach. Ich kann mir nicht helfen. Ich muss die Spiele einfach kaufen, obwohl sie scheiße sind. Die Packs. Granero, ja. Ziemlich lahm, gute Pässe, aber sonst auch nichts. Und von daher relativ wertlos. So. Nochmal ein Goldpack, würde ich sagen. Na, komm schon. Wie viel haben wir noch? 1380. Ja, gut. Heißt, dass wir noch dieses und ein nächstes Goldpack kaufen, glaube ich. Und dann machen wir uns an die Silberpacks, um ein paar von diesen Inform Brasilvern zu bekommen. Das wäre natürlich richtig nice, wenn wir da irgendwie Mike und Leite bekommen würden. Cahill. Welcher Cahill ist es? Tim Cahill oder der andere? Es ist Tim Cahill. Trotzdem haben wir Miguel Vitor. Ziemlich gute Werte, kann man ja mal versuchen. Des Weiteren eine Manager-Formation, die Müll ist. Dieses hier und dieses hier. Und weg damit. So, ein Goldpack kaufen wir jetzt noch und dann langt es auch mit den Goldpacks mal. Dann gehen wir an die Silberpacks. Und hoffentlich bekommen wir da auch was raus. Und wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch, ja, also hier und der Rest in Silverpacks investieren. So gehört sich das. So, jetzt Downloads 5%, 100% und die letzte Chance, einen von diesen International Man of the Match und so weiter Karten abzusahnen. Wird es ein richtig guter sein? Was? Das ist so ein Scherz. Das ist ein gottverdammtes Scherz bei FIFA. Da kommt dieses, wie toll ist das denn? Das ist ja, glaube ich, dieses Achievement, das man bekommt, wenn man Informspieler bekommt. Und dann kriege ich hier einen Winter-Update-Spieler und die denken, das ist Informspieler. Super. Ich habe mich gerade schon riesig gefreut, weil ich dachte, boah, wen habe ich jetzt geholt? Aber dann habe ich für Minio gelesen, bin mir klar. Tja, da wollte FIFA dich mal wieder verarschen. Denn ich meine, ja, FIFA hasst uns alle. Uns alle, also EA, die hassen uns generell. So. Hier öffnen wir natürlich die Jumbos für 120 Microsoft Points. Wen werden wir bekommen? Werden wir Mike und Leite bekommen? Ich glaube nicht dran. Aber vielleicht Joe, vielleicht den Torhüter Diego Cavalieri. Ebenfalls sicherlich sehr teuer. Renato Abreu in seiner nicht in Form. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler in Ultimate Team, da er einen unglaublichen Fernschuss schon da hat. Hallo? Das sieht nicht gut aus. Hallo, wie wär's? Dankeschön, es geht ja doch. Ich dachte schon, jetzt würde es kommen von wegen. Sie wurden mit von Xbox Live getrennt, oder? Sie konnten keine Verbindung zu den EA-Servern herstellen. Bla 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 bla. Das übliche Gelabere. Odell vom VfB. Linkes Mittelfeld. Langzeitverletzter, der hoffentlich nächste Saison einschlagen wird. Und ein gratis Silverpack. Und Jung Sung Ryong. So, der kommt auf den Tauschstapel. Den tun wir auch mal auf dem Tauschstapel, warum nicht? Der hier sieht jetzt nicht so toll aus, den brauchen wir nicht auf dem Tauschstapel tun. Das hier behalten wir. Ebenfalls wie die Verletzungskarten, die sind immer ein bisschen was wert. Atletico Paranense. Das mag ich sehr gern eigentlich. Oh, das Trikot ist auch cool. Und das aktivieren wir natürlich. Versteht sich. Denn wir wollen ja ein weiteres kostenloses Silberpack öffnen. Shop-Katalog wird aktualisiert. So, wo ist unser Silberpack? Ich will's haben. Hier ist es. Komm, Silberpack, gib mir jemand Gutes. Und es gibt mir Saucedo. Keine Ahnung. Wow, der ist so gut, dass er schon wieder schlecht ist. Niku.
Mendoza. Ja, also. Oh, das ist aber auch ein cooles Trikot. Elche. Serf. Ja, ich spreche leider kein Spanisch. Von daher kann ich das leider nicht richtig aussprechen. Und es geht weiter mit den Silberpacks. 120 für dieses Pack. Werden wir endlich vielleicht einen gescheiten Spieler bekommen? Oder wird das so ein typisches Reinfall-Pack-Opening wie eigentlich immer, dass man nur Scheiße rausbekommt und nichts Gescheites? Aber wir haben ja noch 1020 Punkte. Ich denke, ich werde das Ganze hier in zwei Parts splitten, da das dann sonst ja ziemlich langweilig ist. Hier so ein 20-Minuten-Video quasi. Ihre aktiven und ausstehenden Downloads werden hier angezeigt. Ja, mach hinne. Bitte warten während... Ja, das kennen wir schon. Bitte jetzt jemand Gutes. Es ist... Willand. Weiland. Willand. Keine Ahnung. Aber wir haben 7000 glitzernde Verträge. Es ist Willand. Ein Schwede, der gar nicht mal so schlecht aussieht, aber da er Schwede ist, nichts wert sein wird. Die Verträge behalten wir natürlich. Die sind immer ein bisschen was wert, wie gesagt. Ebenso wie diese Heilungskarte hier. Was haben wir für Trikots? Oh, wir haben einen Adidas Speedcell, den... Ja, tue ich jetzt einfach mal auf den Tauschstapel, auch wenn er nichts bringen wird. Aber ich mag den trotzdem. Und ja, ich möchte ihn nicht wegwerfen. Das möchte ich nicht. Premium Jumbo. Weiter geht's. Also es... Ja. Ich meine, das Doofe an Packs ist einfach, man weiß eigentlich im Vorhinein schon, nein, ich werde da nur Scheiße rausbekommen. Ich werde niemanden gut bekommen. Aber... Ja. Sie machen einem einfach so süchtig, die Teile, dass man... gar nicht anders kann, als immer mehr zu kaufen davon und immer mehr und immer wieder und oh, ich habe so viel Münzen, kommen die hauen wir raus dafür. Das, ich weiß es nicht, das ist so eine, wie so ein Spielsucht schon fast. Schuster, Julian Schuster vielleicht von Freiburg, ich weiß es nicht. Vielleicht auch noch einen anderen Schuster, es gibt bestimmt viele davon. Und es ist in der Tat Julian Schuster. Allerdings haben wir auch Dominguez, der schlecht ist. Myers, der ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Und Felipe, ja, warum nicht? Probieren kann man es immer mal wieder. Verträge natürlich. Und wir haben ASNL Müll. Hm. Also unser bester Spieler bisher war ja Roberto Firmino, der Pseudo-Inform-Spieler. Wo ich mich schon innerlich gefreut hatte und wahrscheinlich im Moment auch wirklich still war, weil ich mir gedacht habe, hm, habe ich jetzt einen Spieler oder will EA mich nur verarschen? Aber es war leider nur die Verarschungsaktion von EA. Sehr asozial, aber was wir machen. So. Premium Silber Jumbo. Heruntergeladen. Na los, Mikon, 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 come on. Come on, baby, Mikon, oh yeah. Wir können das machen, Mikon, wir können das machen, Mikon, Leute. Und es ist Bannon. Bannon, das ist gut. Das ist ziemlich gut, denn der ist zwar nicht so sau viel wert, aber er ist ziemlich viel wert, da er... Man schaut sich diese Statistiken an. Er spielt in der englischen Liga. In einem 4-4-2 natürlich noch. Auch, natürlich, versteht sich. 80 Tempo, 72 Schießen, 80 Passen, 76 Dribbeln. Das ist ausgezeichnet. Und der wird sich verkaufen. Dann haben wir noch Mogulu. Toller Name, ein Koralli. Der bringt auch nichts. Bla 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 bla. Red Bull New York, New York Red Bull, die bringen... Die Trikots sind, glaube ich, auch ein bisschen was wert. Also das war jetzt schon mal das erste halbwegs erfolgreiche Pack wenigstens. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel Bannon wert ist, aber er dürfte ein paar wenige Münzchen wert sein. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Klar, er ist natürlich nicht die Unsummen wert, die andere Spiele teilweise wert sind aus der englischen Liga, vor allem jetzt, wo die Preise gesunken sind, nicht mehr. Aber man kann ja immer noch hoffen. Und ein paar Tausend werden drin sein, hoffe ich. Auf jeden Fall mehr als für die ganzen Goldspiele, die ich bekommen habe. Na los, jetzt aber. Wir kriegen jetzt Diego Cavalieri. Ich sag's euch. Da kommt jetzt gleich Cavalieri und dann denke ich, yeah. Dabrowski. Mhm. Es hat beides ein I drin. Und so. Wow, ist der gut. Nicht. Okay, Duglau, der ist nicht schlecht. Ich persönlich fand ihn nicht gut, als ich mit ihm gespielt habe, aber er sollte dennoch ein paar Münzen generieren. Cruz kann man versuchen. MLS. Dazu noch relativ schnell, das könnte glücken. Wir haben hier so ein schwarz-weißes Trikot von SC Olanense. Ja, sieht jetzt nicht so, also ist nicht mal so mein Stil. Aber jedem das Deine, wie man so schön sagt. So, wie viel haben wir denn noch übrig? Wir haben noch 540 übrig. Deswegen öffne ich jetzt mal ein so wunderschönes Silberspieler-Pack hier. Das wollte ich jetzt einfach mal probieren.
Das kostet zwar 40 Microsoft Points mehr als das andere, obwohl es nur 1000 Münzen mehr kostet. Fuck Logic, that's why. Aber scheiß drauf. Vielleicht kriegen wir hier einen guten Spiel raus. Oh, das dauert aber lange. Was ein großes Pack. Silberspieler Premium. Kommen jetzt auch Premium-Spiele raus oder kommt mal wieder nur Müll raus? Es kommt Rivera. Argentiner. Linkes Mittelfeld, glaube ich. Nein, andere. Schade, diese Rivera ist noch schlechter. Kwanza, okay, das ist totaler Bullshit hier. Der, ja, der ist vielleicht ein bisschen was wert, aber der Rest hier ist absoluter Bullshit. Und wird rein gar nichts wert sein. Und da sieht man wieder, dass diese Premium-Packs absolut sinnfrei sind und nichts, und ich wiederhole, absolut gar nichts bringen. Denn es kommen gerade mal drei seltene Spiele raus und die sind meistens schlecht. So, jetzt haben wir noch genau für drei von diesen Packs hier Platz. Und dann haben wir noch ein paar Bröckel übrig, damit kann man sicherlich auch noch irgendeinen kleinen Scheiß kaufen, irgendwie, keine Ahnung, ein Bronze-Pack oder so. Das wird man dann sehen. So, jetzt aber. Endlich mal einen gescheiten Spieler. Come on. Bitte. Sergio Sanchez. Hört sich gut an, aber ist es, glaube ich, nicht. Yep, das hört... Oh, Taylor. Oh, der ist lahm wie eine Krücke, aber hat ziemlich gute Verteidigungswerte. Und dazu ist er Englisch. Ja, gut, der Sergio-Typ hier ist Müll. Aid Fana kann man auch vergessen. Wow, wir haben Garrett. Wir haben Garrett, den offiziell schlechtesten Spieler im Spiel. Wir haben ihn bekommen. Ja. In einem Silberpack bekommen wir den schlechtesten Bronzespieler im gesamten Spiel. Denn er hat nur 40 Overall. Das ist doch unglaublich. Darüber freue ich mich riesig über diese Überraschung. Damit hätte ich nicht gerechnet. Weil ich dachte, ich würde hier gute Sachen bekommen. Aber dem ist nicht so. FC Krasnodar. Das hört sich schon richtig, richtig russisch an. Okay. Jetzt geht's auf die Zielgeraden hier. Wir haben nicht mehr viel Packs übrig. Und es sieht nicht so aus, als würden wir Mike und Leiter bekommen. Wenn doch, dann, keine Ahnung, schmeiß ich meinen Controller gegen die Wand und was auch immer. Dann drehe ich, glaube ich, komplett ab. Aber die Welt hat es noch nie gut mit mir gemeint. Warum sollte ich sie erst dann heute gut meinen? Insbesondere bei so etwas wie Mike und Leiter, der viel zu viel wert ist. So, wen haben wir? Wird das ein gutes Spiel sein? Wird es Heskey sein? Es ist Douglas. Kenne ich den? Ich kenne einen Goldspieler, der Douglas heißt, aber keinen Silberspieler. Es ist dieser Silberspieler und der ist nicht gut. Oh, wir haben eine Squad-Fitness, das ist schon mal gut. Die dürfte ein bisschen was wert sein, das hier dürfte ein bisschen was wert sein, das hier dürfte nichts wert sein. Sushu, Cottbus. Ja, das kommt weg. Okay. Jetzt haben wir noch, wie viele Münzen haben wir noch? Wir haben noch. Come on, beeil dich. 140, das heißt, das hier wird das letzte Pack sein, das wir kaufen. Wird dieses Mal vielleicht wenigstens ein guter Spieler dabei sein? Wird das Glück mit mir sein? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube, ich bin jetzt total überhaupt nicht pessimistisch. Ich bin jetzt richtig gut drauf. Wir holen jetzt Mike und Leite. Wir holen jetzt Mike und Leite. Ich sag's euch. Wir holen Everton. Ja, ist ein Brasilianer. Kommt dem dann noch relativ nahe. Ja. Ist ein ziemlicher Müll. Brasilianer. Zwei, drei Münzen werden wir trotzdem bekommen. Poté. Kenne ich jetzt persönlich nicht, aber der wird sicherlich auch nicht so schlecht sein. Wer weiß. Ein paar Verträge mal wieder. So. Das behalte ich jetzt einfach mal, weil ich es kann. FC Barcelona B, also die zweite Mannschaft von Barcelona, das behalten wir auch, weil es dem Barcelona-Kit ziemlich nahe kommt und das, glaube ich, doch noch ein paar, ja, bisschen was bekommen würde. So, wir haben jetzt noch 20, kann man sich für 20 irgendwas kaufen, vielleicht ein Bronze-Pack, wer weiß. Ne, kostet 60. Okay, für 20 geht nichts mehr. Ich habe 27.000 Münzen jetzt gemacht. Wisst ihr was, ich würde die Münzen ja behalten, aber wir gehen jetzt auf Risiko. 15.000. Wird ein guter Spieler kommen. Die Zielgerade. Werden wir Mario Gomez kriegen? Wir kriegen Emanuelsson. Was für ein Müll ist das denn bitte? Emanuelsson. Wer zum Teufel ist das? Wer? Oh. Der hier ist das. Unglaublich. Da haben wir mal wieder Glück gehabt wie sonst was. Ah, ich sollte echt keine Packs öffnen. Ohne Packs würde man so viel Geld sparen. Sowohl echtes Geld, wenn man zum Beispiel mit Microsoft Points macht, als auch
Münzen in-game, aber ich mach's immer wieder. Ich mach es immer wieder. Ich fall immer wieder drauf rein. Wir gehen denselben Fehler immer wieder. Wir haben noch 15.000 Münzen. Scheiß drauf. Weg damit. Komm, Ronaldo. Ich warte auf dich. Song! Ja, schade war's. Song, Rechtsverteidiger von... Ne, zentrales defensive Mittelfeld von Arsenal. Hier ist er. Song. Kein schlechter Spieler. Im echten Leben. In FIFA auch nicht, aber trotzdem. Bringt er nichts. Wir haben Kuzmanovic noch vom VfB. Sehr gute Distanzschütze, sehr gute Freistoßschütze. Marta. Ja. Also, kurz gesagt, Müll. Auch wieder eine 4-3-3. Formationskarte wenigstens, das haben wir. Das können wir abstoßen. 4.188 Münzen. Und was wären die Münzen denn wert, wenn wir damit nicht ein Pack kaufen könnten? Und zwar ein Silberpack. So, letzte Chance für Mike und Leite. Er wird es nicht sein. Schade. Fährmann, Ralf Fährmann von Schalke 04. Torwart 74 overall. Ziemlich guter Torwart. Oh, und Faisulin haben wir auch. Den mag ich persönlich ziemlich, weil er schnell ist. Er hat zwar keine guten Schussstatistiken, aber dennoch ausgezeichnete Pässe. Real Salt Lake City. Das kommt weg. Und ja, die Spieler waren jetzt sehr mittelmäßig, behaupte ich mal. Die Münzen behalte ich jetzt. Damit kann man keine Packs mehr kaufen, obwohl wir können ein Bronze-Pack kaufen. Ich bin im Pack raus, ich muss Packs kaufen. Los damit, 1500. Wen bekommen wir? Wir bekommen Ledger. Ja, ist toll. Ganz super. So, englischer Spieler, der schlecht ist. Ledger als Torwart. 70 Reflexe, das ist für einen Bronze-Torwart ziemlich gut. Brasilianer, ja. Nee. Mal wieder ein schlechtes Pack, aber wer hätte es erwartet? So, Tauschstapel ist voll, Rest ist Karten. Und somit sind unsere gesamten Microsoft Points aufgenutzt und wir haben absolut nichts bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem äußerst unerfolgreichen Pack-Opening und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Ciao!